Gibt's den Song Lay Back in the Arms of Someone von Smokey. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute gibt's den Song Lay Back in the Arms of Someone von Smokey. Ich habe mich jetzt nach den neueren Versionen davon orientiert, wenn man sich Live-Videos anguckt und so, weil nämlich bei, ich denke mal, wahrscheinlich die ursprüngliche Version, spielt Chris Norman nämlich mit einem Carbo-Duster im siebten Bund. Und ja, aber für den Rest, man muss immer so sehen, da sind mehrere Gitarren dabei, dann wird das Ganze ein wenig voll. Wenn man das aber jetzt so mit seiner Gitarre einfach nur spielen möchte, ist es definitiv am sinnvollsten einfach ohne Carbo-Duster und das Ganze einfach hier vorn ganz normal gegriffen. Ja, die Griffe, die ich dir zeige und alles, das sind die, wo er auch, wo Chris Norman auch live eigentlich immer so benutzt. Und ja, würde ich sagen, wir legen einfach los. So, am Anfang würde ich sagen, legen wir los und schauen uns erstmal die Akkorde an, die wir brauchen. Wie schon gesagt, ich habe mich ein bisschen nach der Gitarre von Chris Norman orientiert und er spielt den G-Akkord so. Das heißt eigentlich, das ist so dieses, ich nenne es mal dieses Rock-Gitarristen-G, weil sämtliche Rock-Gitarristen das G eigentlich immer so greifen. Ja, ich bevorzuge im Normalfall immer das, aber bei diesem G hier haben wir jetzt eine leere H- oder B-Seite mit drin und das ist eine Terz mehr, die lässt den Akkord irgendwie so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, weicher klingen, ja. Aber wenn es jetzt so mehr so ein Rocksong ist, dann klingt es immer ganz gut, wenn man da eher die Quinte hier mit drin hat. Das heißt eigentlich, wir spielen mit unserem Mittelfinger im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Mit unserem Zeigefinger sind wir im zweiten Bund auf der A-Seite. So, und jetzt geht's mit unserem Ringfinger in den dritten Bund auf die B-Seite oder deutsche H-Seite und der kleine Finger sitzt ganz unten im dritten Bund auf der hohen E-Seite. Ja? Hier können wir alle Seiten anschlagen. So, der nächste Griff, den wir brauchen, ist D-Dur. Ich denke mal, das ist kein Problem. Das Schöne bei dem G ist jetzt natürlich, ich kann jetzt hier meinen Ringfinger einfach liegen lassen, im dritten Bund auf der B-Seite, setze meinen Zeigefinger im zweiten Bund auf die G-Seite und meinen Mittelfinger im zweiten Bund auf die hohe E-Seite. Kleinfinger brauche ich nicht. Hier schlage ich ab der D-Seite an. Okay. So, und das ist auch unser erster Teil. Wir spielen in der Strophe einen Takt G, einen Takt D. Wieder einen Takt G, einen Takt D. Dann nochmal G, D. Und jetzt gehen wir am Schluss auf zwei Takte A und dafür gehen wir einfach nur mit unserem Zeigefinger einen Bund, eine Seite nach oben, nämlich auf die D-Seite im zweiten Bund. Den Mittelfinger setzen wir darunter im zweiten Bund auf die G und der kleine Finger, der Ringfinger sitzt im zweiten Bund auf der B-Seite. Hier können wir ab der A-Seite anschlagen, also ab der fünften Seite von unten. So, und das ist gleichzeitig unser Intro, genauso auch wie unsere Strophen. Das Ganze wird in der Strophe einfach zweimal gespielt, ja? Intro. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, und jetzt A. 1, 2, 3, 4. Ja, wenn ich jetzt die Strophen mache. Open your heart to me. You will whatever you ever need. You think that you hope for
I would die for you. When there is nothing left, you will be. Okay, alle Strophen laufen übrigens dann so. Jetzt geht's in den Refrain. Für den Refrain beginnen wir wieder mit einem D-Dur-Akkord. Und dann gehen wir in einem B-Moll-Akkord und da haben wir einen Barré-Griff. Und ja, beim Barré ist es ganz wichtig, du musst nicht mit dem Zeigefinger jetzt alle Seiten abgreifen, sondern du brauchst eigentlich nur die A-Seite im zweiten Bund und die B-Seite im zweiten Bund. Das heißt also, du legst deinen Finger eigentlich nur, kannst du sogar abkrümmen, Hauptsache du greifst hier oben und hier unten die Seite mit. Und der Trick ist dabei, den Barré nicht hier unten auf dem Finger liegen zu lassen, sondern eher seitlich. Das heißt, so, dann legen wir unseren Mittelfinger in den dritten Bund auf der B-Seite. Der Ringfinger sitzt im vierten Bund auf der D-Seite und darunter im vierten Bund auf der G-Seite der kleine Finger. Das ist ein B-Moll oder deutsches H-Moll. Ich benutze immer die internationale Bezeichnung B-Moll. Ja, erstmal weil es international ist und natürlich auch, weil es eigentlich auch logischer ist. So, also wir hätten dann D, 2, 3, 4 und dann gehen wir auf B-Moll, 1. Dann gehen wir wieder auf D, 1, 2, 3 und jetzt auf E-Moll. E-Moll brauchen wir einfach nur den Mittelfinger im zweiten Bund auf der A-Seite und der Ringfinger im zweiten Bund auf der D-Seite. Wir können hier alle Seiten anschlagen. So, und dann gehen wir wieder auf unser G, auf unseren A, auf D und nochmal anschließend auf A. Und den ganzen Part wiederholen wir nochmal, dann der Refrain besteht aus zwei Teilen, das heißt wir spielen wieder D, dann wieder B-Moll. Ganz wichtig, beim B-Moll schlagen wir dann natürlich ab der A-Seite an, ja? So, dann geht's wieder auf D, jetzt E-Moll, G, A und D. Wäre dann Hey, back in the arms, someone. If you're into the chance, someone. Lay back in the arms, someone you love. Lay back in the arms, someone. When you feel you're part of someone. Lay back in the arms. Someone you love. So, jetzt kümmern wir uns mal um unseren Rhythmus. Und ich würde sagen, wir nehmen unseren G-Akkord. Unser Rhythmus sieht einfach nur so aus. 1, 2 und 4 und. Ja, ganz wichtig, die kleinste Rhythmik hier ist die Achtelnote. Und das bedeutet, alle Zählzeiten auf 1, 2, 3, 4 schlage ich runterwärts und alle Unzählzeiten, die schlage ich nach oben. 1, 2 und 4 und. Das bedeutet, ich habe einen Abschlag, auf 2 einen Abschlag, 2 und ist der Aufschlag, das ist der erste Teil, 1, 2 und. Und jetzt auf Zählzeit 3 gehe ich in der Luft wieder nach unten, ja, und spiele dann einen Aufschlag, die 3 und, die 4 ist wieder ein Abschlag und die 4 und ist ein Aufschlag. Also der letzte Teil wäre und, 4 und. Ab, auf, ab. 1, 2 und 4 und. Ja, wäre. Die for you. There is nothing left.
Ja, und dann gibt's abschließend immer noch eine kleine Melodie. Spiel's erstmal vor. Ich habe mich hier bei der Melodie nach einer Live-Version orientiert. Und es variiert auch jedes Mal. Ich habe mich jetzt einfach mal für diese Version entschieden. Wir haben am Anfang eine kleine Melodie und die ist eigentlich immer irgendwie ähnlich. Ja? Das sieht so aus, wir spielen im vierten Bund auf der G-Seite, gehen dann auf den sechsten Bund von der G-Seite und jetzt biegen wir den sechsten Bund hoch, dass er klingt wie der siebte. Ja, du kannst auch, wenn du sagst, Mensch, ich kann die Saiten nicht hochziehen, einfach in den siebten Bund vom sechsten aus reinrutschen. Ja, und dann wieder zurück auf den vierten, von der G-Seite auf den B. Und dann spielen wir abschließend siebter Bund, D-Seite, fünfter Bund, D-Seite, also G und dann wieder zurück auf den siebten. Und diesen Teil machen wir eigentlich dreimal. Das Einzige, was ich ändere, ist die Rhythmik. Ja, oder wenn du nicht es beenden willst, dann machst du... Ja, kannst du auch in den Ton einfach reinrutschen. Das geht ganz genauso. So, rhythmisch sieht so aus. Wir beginnen den ersten Teil auf CZ 3, 4. 3, 4. Ja, das sind die ersten zwei Töne. Und jetzt geht's 1, 2... 3 und 4, 1, 2, 3 und dann beginnen wir auf CZ 3 und 4, 1, 2, 3 und 4, 1, 2, 3 und 4. Und anschließend, ich habe mich jetzt nach dieser Live-Version mal orientiert, das heißt, wir spielen dann den 9. Bund auf der A-Seite. Dann gehen wir auf den siebten Bund der D-Seite und abschließend slide ich einfach nochmal vom siebten Bund auf der A-Seite in den neunten und gehe nochmal zurück auf den siebten. Ja, wobei man sagen muss, live, es variiert immer wieder, also das Ende ist eigentlich nie das gleiche. Ja? Ja, das war der Song Lay Back in the Arms of Someone von Smokey. Ich denke mal rhythmisch oder auch mit den Akkorden, vielleicht mit dem B-Moll-Akkord oder sowas. Aber ansonsten dürfte es eigentlich keine großartigen Schwierigkeiten geben. Ich finde, das Stück ist eigentlich ideal, vor allem wenn man so anfängt, sich auch mit den ersten Barré-Griffen mal so ein bisschen zu beschäftigen. Und wenn da so ab und zu mal sowas wie ein B-Moll drin ist, ist es recht einfach eigentlich umzusetzen. Ja, wenn dich das Thema Gitarre spielen mehr interessiert oder du sagst, Mensch, ich möchte endlich mal richtig lernen, ich kann vielleicht ein paar Songs spielen, aber eigentlich so richtig Plan von dem ganzen Instrument habe ich nicht, dann möchte ich dir gerne meinen Gitarre lernen online Masterplan empfehlen. Der Masterplan 1 ist wirklich komplett erster Tag an der Gitarre, aber lass dich davon nicht täuschen, es geht wirklich rasant und richtig flott durch den ganzen Kurs. Und ich bringe dir im Masterplan 1 wirklich die komplette Basic erstmal bei, die du überhaupt brauchst fürs Gitarrespielen, um überhaupt zu wissen, was du da eigentlich tust. Du spielst unheimlich viele Songs. Ich zeig dir, wie man Noten, Tabulaturen spielt. Ich zeig dir eigentlich verschiedene Anschlags- und Zupfmuster, wie das Ganze auch so gehandhabt wird von Handhaltung und allem drum und dran. Es geht also wirklich um alle wichtigen Bereiche fürs Gitarrespielen. Wenn du natürlich schon längere Zeit spielst und sagst, Mensch, ganz von vorne will ich eigentlich nicht wieder anfangen oder sowas, ja, dann ja, der Masterplan 2, der steigt da ein, wo der Masterplan 1 aufhört. Das heißt also, die komplette Basic ist so ein bisschen gelegt, aber für alle, die jetzt gerade so einsteigen und vielleicht sagen, Mensch, aber von Noten und so ein Zeug habe ich ja auch keine Ahnung, da gibt es immer am Anfang kleine Crashkurse und die erklären wirklich die einzelnen Parts, oder wichtigsten Steps, sage ich mal, aus dem Masterplan 1 auch nochmal, dass man das alles ganz in Ruhe aufholen kann. Ja, und dann geht es einfach immer weiter und bringt dein Gitarrespielen einfach auf ein neues Level. Masterplan ist wirklich dafür da, dass du einfach mit deiner Gitarre unterwegs sein kannst. Mein Ziel ist immer, Gitarre schnappen
und dann wirklich mit allen möglichen Leuten spielen zu können und auch sämtliche Songs einfach auch spielen zu können, ohne dass ich jetzt jedes Mal vielleicht ein Tutorial dafür brauche oder irgendwas, sondern es reicht, wenn ich ein Liederbuch habe vielleicht oder ja, ich kann auch selber meine eigenen Songs zusammenbauen und sowas. All das wird im Masterplan erklärt, wie du eigene Zupfmuster, eigene Anschlagsmuster und so weiter erstellst. Wir werden einen Einblick haben, wie man Blues spielt. Ich zeig dir mal so ein bisschen was zweistimmiges Spielen, also wie du deinen eigenen Bass dazu spielst. Leichte Klassik gucken wir mal rein, wie man so einfache, coole, klassische Stücke auf der Gitarre auch spielen kann, die eigentlich jeder kennt, ja, und die man ganz leicht eigentlich auch umsetzen kann. Also, Masterplan 1, erster Tag an der Gitarre, für alle, die ganz neu beim Gitarre spielen sind und sagen wirklich so, oh, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Gitarre spielen, ja, Masterplan 1 definitiv die beste Wahl überhaupt. Und ja, einfach mal reinschauen. Du findest natürlich sämtliche Infos auch zu diesem Song wieder unten in der Videobeschreibung. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Lesson. Wenn dir dieses Video natürlich gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, ja. Und wenn dir mein Kanal ganz gut gefällt, dann natürlich abonnieren, ja. Und dass du auch bei den nächsten Videos gleich wieder mit dabei sein kannst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Lesson. Und bis dahin sage ich, ciao, der Michel.